Ich habe vor 9,5 Monaten eine Logitech-Tastatur gekauft und vor einem Monat circa hat die N-Taste angefangen rumzuspinnen. Ja. Und genau, daraufhin habe ich den Support angeschrieben und der hat mich ignoriert. In diverser Weise. Ich habe die Tastatur auf Amazon bestellt. Genau, und in Amazon kam kein Feedback-Support-Rückantwort-Ding. Dann auf der offiziellen Homepage habe ich einmal Montagmorgens um 8 Uhr geschrieben. Ich habe nebenbei was anderes gemacht. Ne? Aber 8 Stunden lang hat sich der Support nicht gemeldet. Das habe ich in meinem Leben noch so noch nicht erlebt. Und auch, genau, ich habe dann auch via Mail geschrieben. Da kam zum Glück dann Antwort, auch wenn es ein bisschen verspätet ist. Und dann auch angerufen, zweimal angerufen, das ist echt witzig, weil wenn man anruft, dann kommen was weiß ich, Logitech Fernseher, Logitech Staubsauger, Logitech Flugzeuge oder andere Geräte. Wählen Sie dann die 5, ne? Kommt die automatische Ansage oder die 4, ich weiß es jetzt nicht genau. Dann muss man Logitech München anrufen, ich weiß nicht, ob die irgendwo anders auch noch einen Sitz haben. Springende Punkt ist, du drückst dann die 4 oder 5 und dann heißt es bla bla bla, Datenschutz, ja, nein, 1 oder 2, ah ja genau. Außerdem muss man dann noch dazu erwähnen, während du bei anderen Bandansagen, zum Beispiel wählen Sie die 1 für, wählen Sie die 2 für, wählen Sie die 3, wählen Sie die 9. Während diese Ansage läuft, kannst du eine Nummer eingeben und wirst sofort weitergeleitet. Bei Logitech musst du warten, aber nicht zu lange warten. Du hast ein 1-Sekunden-Zeitfenster. Ich sag 3 Sekunden, ich habe gerade übertrieben mit 1 Sekunde. Aber wenn du in diesem 3 Sekunden Zeitfenster nicht die richtige Nummer wählst, dann, das habe ich leider nicht verstanden. Wenn Sie 1, bla bla bla, dann wiederholst du es sofort. Hm? Wenn du in diesem Timespot, in diesem Quicktime-Event dann richtig landest, ne? Dann wählst du eben halt 4 oder 5 für alle sonstige Geräte, in meinem Fall eben halt eine Tastatur. Und dann wartest du 4 Minuten. Das ist zweimal passiert. 4,5 Minuten habe ich gewartet. Ne? Das ist nicht übertrieben oder sowas, 4,5 Minuten zweimal. Und dann kommt kurz piep, 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 im Sinne von, dass man jetzt gleich weitergeleitet wird an den Mitarbeiter. Und dann heißt es, wie hat Ihnen das Gespräch gefallen? Wählen Sie 4, wenn es gut war, wählen Sie 5, wenn es schlecht war. Oh, und ich habe dann 5 gewählt, weil man wartet. Also erst automatische Bandansage, Auswahl, Auswahl, nochmal warten, dann kommt immer diese Rufumleitung, dann wird sofort praktisch aufgelegt, es ist keiner da, anscheinend, haben alle Sommerferien. Und dann soll man den Anruf bewerten, das ist zweimal passiert. Also ich schätze mal prinzipiell, die erste Theorie ist, dass, ich schätze mal, die machen halt vom 31.07. oder 1.08. bis 15.09. alle Urlaub da. Das ist die erste Theorie. Die zweite Theorie ist, oh stimmt, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, als ich das erste Mal Support geschrieben habe, ist klar, dass so am Samstag oder Sonntag Öffnungszeiten technisch da nicht jeder rangeht. Aber ich habe am Samstag zu den Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr, glaube ich, oder so, oder 9 bis 12 Uhr, ich weiß es nicht, habe ich geschrieben, dann ist ein Isländer rangegangen. Okay, mit dem Isländer musste ich dann über Google-Übersetzer reden. Der hat sich auch gar nicht mehr gemeldet, diesbezüglich. Ne? Deswegen habe ich dann jemanden, was Deutschland, dann kommt Island, genau, und was ist dann die nächste Anlaufstelle? Genau, USA, ist ja klar, Vereinigte Staaten, ist ja gleich 2 Kilometer weiter. Und jetzt bin ich da gerade im Diskurs und das Witzige ist jemand, seltsamerweise stellen die hohe Anforderungen, wie sind meine Cholesterinwerte, wie sind meine Blutwerte, nein Spaß, ich übertreibe gerade, was ist meine Anschrift und ich soll die Seriennummer zeigen von dem Gerät, was ich eigentlich auch schon mehrmals mitgeteilt habe, auch im Chat, was natürlich nicht gespeichert wurde, ne? Von dem automatischen Bot namens Logan, ne? Weil heutzutage muss ja jede Firma, wenn zum Beispiel Evelyn-Versicherung, dann hast du einen Eva-Chat-Assistent, ne? Und bei Logitech ist es dann Logan, das muss immer ein Name dazu sein, das, da wichsen die richtig hart drauf ab. Und der springende Punkt ist, genau, der US-Amerikaner-Typ hat sich da gemeldet und ich soll jemand dies, jenes, so machen und ich soll in einem Video, soll ich extra den Defekt zeigen, dann soll ich die Seriennummer zeigen, dann soll ich zeigen, wie das replizierbar ist, dann soll ich auf einem Zettel extra die Fallnummer zeigen. Ne? Seltsamerweise sehr viele Schritte, um zu beweisen, dass ich bin. Und es ist nur zum Schutz von Logitech, dass ich kein Betrüger bin. Es geht definitiv nicht darum, es ist definitiv keine Scare-Taktik, um mich abzuweisen, dass die sagen, nein, verpiss dich du Stück Scheiße, kauf wieder eine Tastatur, die einen Monat hält oder 2 Monate oder in meinem Fall sogar eine ganze 9 Monate, ne? Und dann kauf wieder nach 9 Monaten eine und dann kannst du wieder die 50 Schritte machen und wieder keinen erreichen. Verpiss dich, wir haben nur 13,4 Billionen US-Dollar. Wir sind ein kleines Start-up, bitte lass uns in Ruhe, wir können nichts dafür, finanziell haben wir nicht die Möglichkeit, dir da auszuhelfen. Ne? Mit 13,4 Billionen, was willst du heutzutage noch großartig schaffen mit 13,4 Billionen? Ich stehe für das Geld nicht auf. Ne? Und ich schätze mal viele andere auch nicht. Und dementsprechend, genau, das ist die Inspiration hinter dem Video. Unsere hochqualifizierte Mitarbeiter freuen sich, Ihnen helfen zu können. Wählen Sie daher die richtige Option aus, um mit dem richtigen Team zu sprechen. Damit Ihr Anruf für Qualitäts- und Schulungsziele aufgezeichnet werden kann, bitte drücken Sie 1. Bitte wählen Sie eine der folgenden 5 Optionen aus. Drücken Sie 1, wenn Sie Hilfe bei einer Harmony-Fernbedienung benötigen. Drücken Sie die 2, wenn Sie Hilfe bei einem Zubehör für Ihr Mobilgerät benötigen, zum Beispiel unseren Combo Touch oder Folio für iPad. Drücken Sie 3, wenn Sie Hilfe bei einer Circle-Kamera benötigen. Drücken Sie 4, wenn Sie Hilfe bei einem anderen Logitech-Produkt benötigen. Ich drücke die 4 für ein anderes Logitech-Produkt. Das wird ignoriert. Wählen Sie eine der folgenden 5 Optionen aus. Drücken Sie 1, wenn Sie Hilfe bei einer Harmony-Fernbedienung benötigen. Ich habe es ausgewählt, ich habe es richtig ausgewählt und ich wurde ignoriert. Ich darf nicht zu früh drücken, ich darf nicht zu spät drücken. Ich muss im richtigen Moment drücken. Scheiße, Kopf. Oder Folio für iPad. Drücken Sie 3, wenn Sie Hilfe bei einer Circle-Kamera benötigen. Drücken Sie 4, wenn Sie Hilfe bei einem anderen Logitech-Produkt benötigen. Drücken Sie 5 für Logitech Business Support. Ich drücke mehrmals die 4. Mal schauen, ob es das kommt. Jetzt kommt es gleich. Jetzt ist geil. Jetzt ist geil. Mit zum zweiten Mal schon passiert. Wie bewerten Sie Ihr Ansprechpartner und die mitgeteilte Information? Falls positiv, dann drücken Sie bitte die 3 und bei negativen Bewertungen die 4. Ich drück mal die 4. Danke für die Bewertung. Bitteschön. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns mitzuteilen, wie es uns geht. Einen schönen Tag noch.